Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News. Ah, dieses Wasser. Wie cool. Leider geht es momentan nicht auf unserem Server, weil Nitrado leider, wie ihr wahrscheinlich im Livestream auch gesehen habt gestern, recht schwach ist. Deshalb muss ich das einfach ohne diesen Mod machen. Aber ja, ich werde im Singleplayer vielleicht mal Let's Playen. Hä? Ja, die ersten Ankündigungen sind den Ether-Mod und das Hexit-Livestream kommen dann bald wieder. Ich habe halt kurz eine Pause machen müssen. Aber schaut euch mal diese Bäume an. Wundervoll. Ich liebe einfach diesen Mod. Und wenn der Ether-Mod fertig ist, mache ich hier Tropicraft mit allen Mods von Feed the Beast Infinity Evolved. Plus den extra Mods, die wir auch am Server haben. Also seid dazu gespannt. Infinity Evolved Let's Play mache ich ja auch weiter. Da habe ich ja auch schon ein Let's Play angefangen. Tut mir leid, dass es gerade leckt, aber ich lade hoch und rendere gerade gleichzeitig. Tut mir leid, wenn es halt ein bisschen leckt jetzt gerade hier in diesem Video. Aber sonst leckt es ja nie. Ja, und Dungeon Siege 1 Let's Play geht jetzt weiter. Habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich mache ja Glaswasser rein und dann kann ich euch wirklich viele Videos bringen. Mit Glaswasser geht eigentlich das schnell. Ohne Glaswasser geht es 2,5 Stunden. Und das ist ein bisschen zu viel. Hä? Coffee! Ich habe Kaffee gefunden. Aber das ist ja mega geil, wie der entwickelt wurde. Der war ja mal ganz lange gestoppt. Haben sie nicht mehr weitergemacht mit diesem Mod. Und danach haben sie ja, wieder weitergemacht und jetzt sind sie schon so weit. Ich finde es cool. Also wir werden das unbedingt dann auch Let's Playen. Hä? Ja, heute kommen Livestreams um 14 Uhr fängt es an, bis um 24 Uhr. Und es fängt an mit Dynasty Warriors, danach kommt Path of Exile. Und Minecraft kommt, Infinity Evolved natürlich, also vom Wild-Server, auf unserem Server. Und danach kommt noch GTA Online mit Novolem und eventuell Jennix. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie der Novolem. Ja, die Qualität ist halt bei ihm nicht so gut. Er hat ein Mikrofon, das nicht richtig funktioniert. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem glücklich. Das GTA San Andreas Let's Play kommt mega gut an. Ist ja mal richtig toll. Danach, eben, GTA Online kommt auch mega gut an. Ihr seid wirklich spitze. Dankeschön, dass für die, die gekommen sind von Jennix, weil ich mitgemacht habe in seinen Videos und in seinen Livestreams natürlich. Aber ihr dürft gerne um 20 Uhr jeden zweiten Tag, also immer den geraden Zahlen wahrscheinlich, hat er Zeit bis am 15. Danach weiß ich es leider nicht, wie lange er Zeit hat. Aber ich werde eigentlich immer mitmachen, wenn er GTA Online livestreamt. Und selber auch livestreamt. Also schaut bitte bei twitch.tv/dragobasel vorbei. Ich tue dort streamen von 14 bis 24 Uhr meistens. Und also 12 Stunden geballte Packung Spielepower von Dragobasel. Ja, jetzt habe ich dann auch Samp, also San Andreas Multiplayer. Werde ich auch livestreamen. Und da kommen auch ein paar Kollegen, Codebruder kommt vielleicht vorbei und livestreamt mit mir Rollenspiel selber natürlich. Und wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr auch gerne mitmachen. Wir machen vielleicht sogar einen eigenen Server auf. Und ich habe jetzt mich angemeldet im Kampfsport Dojo First Choice in Liestal, Baselland, in der Schweiz. Und werde dort ja, trainieren, weil ich genau oberhalb von Liestal auf einem Berg wohne. Und ich bekomme Glaswasser-Internet. Ich gehe Kampfsport machen, Kickboxen, Thai-Boxen und Tai-Chi. Und ich werde einfach mal schauen, welches der drei mir am besten gefällt. Und die Vlogs kommen, denke ich, morgen. Morgen kommt der erste Vlog, ich gehe ein Handy kaufen. Das iPhone 7, die Plus-Variante werde ich wahrscheinlich nicht kaufen, weil die zu groß ist.
Aber wenn ihr ein besseres Handy kennt, dann sagt es mir bitte, gell? Unbedingt unten in die Kommentare schreiben. Dankeschön. So, ich möchte das Video nicht mehr allzu lange machen, deshalb ich habe hoffentlich nichts vergessen. Bitte immer weiter mich supporten. Es ist freiwillig, aber ihr dürft gerne mich supporten. Ihr macht coole Kommentare, ihr liked die Videos. Das ist einfach wunderbar und ja, ich möchte noch kurz was ankündigen. Ich habe Genex 30 Euro geschenkt. Ich habe das aus einem guten Zweck gemacht. Wenn ihr auch so nett seid zu mir und ich euch kenne per Telefon, also per Skype oder TS3, dann kann ich euch vielleicht auch mal 30 Euro schenken. Aber der Genex hat das verdient. Er hat's verdient. Okay. Dankeschön. Und sagt dem Genex schöne Grüße. Tschüss.